Ich würde die Geschwister, die draußen sind. Kann das noch einer sagen? Die Geschwister, ihr braucht mich nicht sehen. Hässlich bleibt hässlich. Wichtig ist nur, dass ihr mich hört. Das heißt also, nehmt Platz. Ihr braucht nicht drängeln. Hier ist niemand außer ein normaler Bruder, wie ihr. Wichtig ist, dass ihr heute die Wörter hört, nicht, dass ihr mich sieht. Weil wir sind nicht gekommen, um heute jemanden zu sehen. Wir sind heute gekommen, um Allahs Wörter und die des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu hören. Das als erstes. Das heißt, ihr braucht nicht drängeln. Setzt euch hin. Ich werde versuchen, laut zu reden heute, so dass man mich auch hört. Und das ist das Wichtigste. Tamam? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ein Mann, normaler Mensch auf dieser Dunja wie wir, kommt auf die Welt, hat eine Kindheit, die er durchlebt, eine Kindheit schöner Erinnerung, schlechter Erinnerung. Er wird zu einem jungen Mann und meistens fängt da die Fitna an. 13, 14 fängt die Fitna der Dunja an. Auf einmal denkt man nicht mehr kindlich, sondern da interessieren dich auf einmal Sachen, die dich vorher nicht interessiert haben. Geld, Frauen, Markenklamotten, Markentaschen, rausgehen, Spaß haben, nachts unterwegs sein. Auf diesem Weg gibt es einen Kampf. Welchen Kampf? Der Glaube zu Allah und die Liebe zu Dunya. Und genauso weiß auch dieser Mann im Hadith von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er glaubte an Allah. Er weiß, dass Allah Gesandte geschickt hat. Diese Gesandten kamen mit Gesetzen von Allah und Verboten von Allah. Wer an sie glaubt, kommt ins Paradies. Wer nicht an sie glaubt, kommt in Jahannam. So wie wir heute. Leider manchmal übersteigt die Liebe zu Dunya. Genauso wie in diesem Mann. Er wird älter, erwachsener, kamen die ersten Fitten, die ersten Sünden, die ersten Frauen, erste Sinne, erste Glücksspiel, erste Drogen. Erste Alkohol, erste rausgehen, macht Spaß, nächste Wochenende nochmal, macht Spaß, nächste Wochenende nochmal, Zeit vergeht, älter wird man, man heiratet, man hat Kinder, man arbeitet, man verdient Haramgeld, manchmal Halalgeld, Zeit vergeht, Zeit vergeht, Zeit vergeht, Zeit vergeht, Allah schickt ihn eine Krankheit, diese Krankheit lässt ihn alt werden, er guckt sich an, sieht seine Kinder sind groß geworden und er verspürt eine Reue, eine Schamhaftigkeit im Herzen. Abdulhamid, eine Sünde? Wenn ich sündige, ich fühle nichts. Aber manchmal, wenn wir Unsinn machen, wenn wir eine Sünde machen, diese Sünde führt uns zu Schamhaftigkeit und zu Reue. Wie, Abdulhamid? Es kann sein, die etwas jüngeren Geschwister, sie kommen in eine Diskussion mit ihrem Vater und mit ihrer Mutter. Ein Wort ergibt das andere. Ein Schrei wird lauter und Mama und Baba und A und I und A und A. Du hast was gesagt und am Ende denkst du dir, wie konnte ich das nur zu meinen Eltern sagen? Wie konnte ich nur so mit meiner Mutter reden? Wie konnte ich nur so meinen Vater angucken? Und diesen Fehler bringt dich dazu, dich zu schämen. Eheleute, ein Streit mit der Frau, ein Streit mit dem Mann, ein Wort ergibt das andere, dies, das und auf einmal sagt man Sachen, man beleidigt, man macht Sachen kaputt, man verlässt das Haus und dann denkt man sich, Subhanallah, was habe ich gerade zu ihr gesagt? Subhanallah, was habe ich gerade zu ihm gesagt? Und dieser Fehler führt dich dazu, dich zu schämen vor dir selber, weil du sagst, eigentlich bin ich nicht so. Und dieser Mann war genauso. Jahre vergehen, seine Kinder sind groß geworden. Er hat Allah und seinen Gesandten und die Gesetze vernachlässigt und ignoriert. Jetzt hat er Angst bekommen und hat sich geschämt und sagte, meine Kinder, euer Vater ist alt geworden. Wenn ich sterbe, nimmt meine Leiche und verbrennt sie, bis sie zu Asche wird. Und dann nimmst du, mein Sohn, einen Teil dieser Asche und fährst zum Meer und schüttest sie im Wasser aus. Den nächsten Drittel meiner Asche nimmt ihr und du gehst auf den höchsten Berg und wirfst sie in die Luft. Und du, mein Sohn, der Dritte, du nimmst den letzten Drittel meiner Asche und begräbst sie unter der Erde. Gesagt, getan, der Mann ist an die Krankheit gestorben. Die Kinder nehmen ihren Vater, verbrennen ihn.
nehmen die Asche. Der erste Sohn nimmt ein Drittel dieser Asche, fährt zum Meer, schüttelt sie ins Wasser. Der zweite Sohn nimmt den zweiten Drittel der Asche, geht zum höchsten Berg und wirft sie in die Luft. Der letzte Sohn nimmt den letzten Drittel der Asche seines Vaters und begrabt sie unter der Erde. Allah subhanahu wa ta'ala erschafft ihn genauso, wie er vorher war. Und er steht genauso vor Allah, dieser Mann. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam überliefert uns, dass dieser Mann mit Angst und Panik vor Allah stehen wird. Er wird zittern vor Angst und vor Schamhaftigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen, ja Abdi, oh mein Diener, hast du etwa versucht, vor mir zu fliehen? Hast du versucht, dich vor mir zu verstecken, ja Abd? Der Diener wird sagen, nein, mein Herr, ich habe mich geschämt vor dir. Ich habe mich nur geschämt, mein Herr. Allah wird sagen, warum hast du dich geschämt? Er wird sagen, wegen meinen Sünden und wegen dieser Ignoranz, die ich vor dir hatte. So habe ich meinen Kindern befohlen, mich zu verbrennen, in der Hoffnung, ich werde nicht vor dir stehen. Ich schäme mich, ja Allah. Ich schäme mich. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen, schämst du dich nur wegen mir, ja Abdi? Er wird sagen, Bella, ja Rab, ich schäme mich nur wegen dir und meinen Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihm sagen, heute ist dir vergeben, tritt ein ins Paradies, ess und trink, khalidina fiha abadan und leb für immer glücklich darin. Ist schön, ne? Finde ich auch schön. Vor einigen Tagen war ich mit einem Bruder unterwegs, wir hatten Hunger. Abdelhamid, wo sollen wir essen? Bruder, ich kenne ein neues Restaurant, einen neuen Laden, lass uns da hingehen. Navigation, wo kommen wir hin? Düsseldorf, Altstadt. Wir fahren zur Altstadt. Als wir da angekommen sind, dachte ich mir, boah, Altstadt, da passen wir nicht rein. Aber ja, nee, es war spät, komm, Khalas. Wir gehen schnell rein, Abdelhamid, holen unser Essen, gehen schnell wieder raus. Als ich reingegangen bin, liebe Geschwister, in dieser Altstadt, La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Muslime, lass mal die Menschen, die Allah leugnen. Das ist was anderes. Muslime, die sagen, Ashhadu an la ilaha illallah. Wallahi, Bruder, als ich das gesehen habe, ich bin kaputt, aber was ich da gesehen habe, kiffen, trinken, saufen, betatschen, rummachen, halbnackt, bedeckt, bedeckte Schwestern zwischen betrunkenen Frauen, die da rumschreien, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Und ich gucke mir das an und denke, das ist die Umma vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an den schmutzigsten Orten, mit den schmutzigsten Leuten. Walhamdulillah, Allah lässt sich nicht von Schmutz anbeten. Inna Allah jamilun wa tuhibbun al-jamal. Allah ist schön und er liebt das Schöne. Allah ist rein und er liebt nur das Reine. Und wallahi, Allah lässt sich nicht von Schmutz anbeten. Und an diesen Orten läuft nur Schmutz rum. Abdelhamid, warum redest du so hart, Bruder? Die Da'wa muss weich sein, Abdelhamid. وَقُولُوا لِلنَّاسُ حُسْنَا يَسِرْ وَلَتُ عَسِرْ وَبَشِرْ وَلَتُ نَفِرْ. Aber mein Bruder, wie lange sollen wir denn noch weich reden? Wie lange sollen wir denn noch weich reden? Allah vergibt alles, Abdelhamid. Allah ist Ghafur Rahim, der Barmherzige. Ja, das ist er. Aber Allah hat doch Bedingungen gestellt für diese Vergebung in dem Hadith. Der Mann hat sich geschämt, nur vor Allah zu stehen. Und daraufhin hat dann Allah vergeben. Du, mein Bruder, ich, mein Bruder, die Muslime heute, sie schämen sich nicht mehr für ihre Sünden, Bruder. Und dann siehst du Frauen mit Musik, Kopftuch, mit Musik, wie sie singen, vollgeschminkt. Jeder kann sie sehen. Brüder, die sagen, Wallahi! Sie benutzen den Namen vom König der Könige. In einem Satz, wo sie die Mutter von einem anderen beleidigen, sagen, Wallahi, deine Mutter ist so und so. Wallahi, ich werde das. Wie kann man den Namen von dem König mit einem Satz verbinden, wo man fremde Mütter beleidigt, wo man unverschämt redet,
Wallahi, ich würde das mit dir machen, Prinzessin. Wallahi, ich vermisse dich. Wallahi, ich liebe dich. Anna behebek, wallah. Was reden wir da? Es existiert kein Scham mehr in uns. Und aufgrund, weil wir keine Scham haben, wird Allah uns auch höchstwahrscheinlich nicht vergeben. Weil hier haben wir eine Schart für die Maghfirah min Allah, für die Vergebung von Allah. Dass man sich schämt, dass man es bereut. Wir empfinden kein Scham und keine Reue, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Wer sich nicht schämt, soll machen, was er will. Wer sich nicht schämt, soll machen, was er will. Abdul Hamid, irgendwie hast du recht. Irgendwie spüre ich das, was du sagst. Ich fühle mich genauso. Ich passe hier nicht rein. Diese ganzen Menschen um mich herum, wie sie Allah ignorieren, wie sie sich lustig machen über ihre eigene Religion. Und lustig machen über die eigene Religion ist nicht immer, indem man sagt, ich mache mich lustig über Allah und seinen Gesandten. Lustig machen über die Religion ist genauso, wenn du deine Sünden einfach so öffentlich zeigst und dabei lacht. Indem du lachend in die Hölle reinläufst, ist auch lustig machen als Muslim über die Religion. Ich empfinde was, Abdul Hamid, das ist ein komisches Gefühl gerade in meiner Brust. Ich spüre gerade, Bruder Abdul Hamid, so ein Kribbeln in meiner Brust. Wollt ihr wissen, was dieses Kribbeln in der Brust ist? Das ist Tauba. Das ist Schamhaftigkeit, was du gerade spürst. Wo du sagst, ich will nicht zu diesem gehören. Abdul Hamid, was muss ich machen, um zu Allah zurückzukommen? Ich stelle euch Fragen, ich möchte, dass ihr mir alle antwortet, ja? Ich stelle euch Fragen, ich möchte, dass ihr mir alle antwortet. Wer ist euer König? Wer ist der Herrscher? Wer ist der Bezwinger? Wer ist der Schöpfer von allem? Wer lässt leben? Wer lässt sterben? Wer gibt? Wer nimmt? Wer ist Es-Salam? Wer ist Al-Qahar? Wer ist Al-Wadud? Wer ist Es-Salam? Wer ist Al-Qahar? Wer ist Al-Wadud? Wer ist Al-Wahhab? Wer ist Al-Ghafur? Wer ist Al-Rahim? Wer ist Al-Rahman? Wer ist Al-Jabbar? Wer ist Al-Mutakabbir? Wer ist der Allsehende? Wer ist der Allhörende? Wer ist der Allgebende? Wenn es doch Allah ist, halte dich doch daran. Wenn wir doch sagen, Allah, 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 wer ist Maliki Yawmiddin? Dann halte dich doch daran. Wie können wir Allah verraten? Wallahi, wir haben Allah verraten. Die Sahaba haben ihr Leben geopfert. Sie haben kleine Kinder geopfert. Eine Frau kommt mit der Nachricht, dein Mann ist gestorben. Sie sagte, Tayyib, wo ist Prophet? Dein Bruder ist gestorben, Tayyib, wo ist der Prophet? Dein Vater ist gestorben, Tayyib, wo ist der Prophet? Dein Sohn ist gestorben, Tayyib, wo ist der Prophet? Ich weiß, dass sie im Paradies sind. Aber wie geht es meinen Propheten? Die Sahaba haben getragen diesen Din für Allah subhanahu wa ta'ala. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, was hat Abu Bakr gesagt? Wer Mohammed angebetet hat, der soll wissen, faqad mat, er ist gestorben. Doch wer Allah anbetet, er ist al-hayyul qayyum. Er lebt und stirbt nicht. So haben sie die Sahaba Allah getragen. Wallahi, wir haben Allah verraten. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam so getragen auf ihre Schultern, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Sahabi, möge meine Mutter, mein Vater für dich geopfert sein, für so viel, was du für mich machst. Als sie ihn nach Uhud gekämpft haben, die ganzen Sahaba gehen in Medina rein. Es wird überliefert, jedes Haus hat geweint, weil jedes Haus hat eine Janaza gehabt. Der Onkel vom Propheten Hamza ist gestorben in der Schlacht von Uhud. Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kommt in Medina rein, hört alle weinen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen zu weinen und sagte, jeder Tote, der gestorben ist, hat einen, der um ihn weint. Wer weint um meinen Onkel Hamza? Niemand. Die Sahaba haben alle ihre Toten vergessen und sie haben den Propheten umarmt. Sie haben ihn geküsst, sie haben mit ihm geweint. Der Prophet hat Zähne verloren, Bruder. Du hast Zahnschmerzen und du denkst dir für diese Zahnschmerzen, ich mache alles, Hauptsache die gehen weg. Der Prophet hat von kleinen Kindern Steine ins Gesicht bekommen. Steine ins Gesicht bekommen, dass seine Zähne kaputt gegangen sind. Der Sahabi, der mit ihm war, die außer Atem waren, sie haben keine Luft mehr bekommen, weil sie weggelaufen sind. Sie sind weggelaufen, weil sie mit Steinen beworfen sind, weil sie angespuckt worden sind. Unser Prophet wurde beleidigt. Seine Füße waren mit Blut
haben wir verraten. Wir haben Blut des Propheten verraten. Wir haben seine Tränen verraten. Für was? Für TikTok? Für TikTok? Für Live-Matches? Für Supporten? Für Barellos? Für was verraten wir unseren Dien? Für was haben wir Allah verkauft? Nahnu Muslimun. Kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die hervorgetreten ist. Für was haben wir uns verkauft? Für was hat der Prophet geweint? Ein Gebet können wir nicht machen? Lassen wir heute zu, dass jemand Allahs Namen benutzt und dann beleidigt andere Mütter? Deine Mutter ist wie meine Mutter. Wer deine Mutter beleidigt, hat meine Mutter beleidigt. Innamal mu'minuna ikhwa. Zählt das nicht mehr? Die guten Taten zählen nicht mehr? Ist alles in Ordnung? Der Prophet hat umsonst geblutet? Ist das alles umsonst passiert? Damit wir heute unsere Religion verkaufen? Damit wir heute bei Allah schwören und lügen? Damit heute unsere Schwestern sich präsentieren? Ein Niqab, Abdelhamid, warum Niqab? Die haben aus dem Niqab eine Modeschau gemacht. Aisha sagte, wenn wir rausgegangen sind von zu Hause, haben wir die Kleidung von den Sklavinnen angezogen. Zerrissen, dreckig, kaputt, damit Männer uns nicht angucken. Fatima radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn ich sterbe, begrabt mich nachts. Warum ja Fatima? Limada, warum? Vielleicht nachts laufen Männer auf die Straße rum, ich will nicht, weil wenn ich eingewickelt bin in ein Leichentuch, vielleicht erkennen sie Körperformen von mir. Und dann sagte sie, sind noch besser, tut mich in einen Sarg rein und tragt mich dann zum Grab. Das ist Hijab. Das ist Hijab. Wie konnten wir das alles verkaufen? Für was verkaufen wir das, liebe Geschwister? Für was verkaufen wir das? Für was haben wir unseren Propheten verkauft? Guck mal, Nabi Ayub. Nabi Ayub hatte Geld, hatte Frauen, hatte Macht, hatte Namen. Jeder hat ihn geliebt. Allah hat ihn alles genommen. In einem Moment. In einem Moment hat er alles verloren. Nabi Ayub krank, kann nicht arbeiten. Die Menschen wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil die gesagt haben, wer mit ihm abhängt, wer mit ihm ist, der kriegt dasselbe wie er. Seine Frau hat geputzt bei den Menschen, damit sie was zu essen haben. Dann wollten sie nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil sie die Frau von Nabi Ayub ist. Vielleicht trägt sie ja auch das Schlechte mit sich. Was hat sie gemacht, damit sie essen können? Essen, essen. Sie hat ihre Haare abgeschnitten und hat ihre Haare verkauft. Dann hat sie Essen gekauft und ist nach Hause gegangen, hat für sich und für Nabi Ayub gekocht. Beim zweiten Tag bringt sie wieder und Nabi Ayub fragte, woher hast du das Geld, wo hast du das Essen? Sagt, ja, ich habe geputzt. Am nächsten Tag bringt sie wieder Essen. Nabi Ayub sagt, das kann nicht sein. Was hast du gemacht? Woher hast du das Geld, woher hast du das Essen? Keiner will mit uns zu tun haben, nicht mal putzen, woher hast du das? Dann wurde überliefert, sie hat ihren Hijab abgemacht und Nabi Ayub hat gesehen, dass seine Frau ihre Haare abgeschnitten hat. Sie sagt, ich habe meine Haare verkauft, damit ich mit dem Geld für uns zu essen kaufe. Nabi Ayub ist zusammengebrochen. Er hat geweint. Natürlich weint er. Und dann sagt er, mein Herr, du hast mich wahrlich geprüft, aber ich hätte mich härter prüfen können. Und trotzdem bist du der Barmherzige zu uns. Der Barmherzige der Barmherzigsten. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Er hat gesagt, tritt mit deinen Füßen auf der Erde, es wird Wasser kommen, wasch dich mit dem Wasser. Er hat sich mit dem Wasser gewaschen, er wurde gesund und dann wurde er gesund, er konnte sich wieder bewegen. Was hat Allah dann gemacht? Er hat aus seinen Türen und aus seinen Fenstern goldene Heuschrecken reinfliegen lassen. Ein Zeichen von Allah für seinen Diener, was Besonderes. Er hat die Dunya für ihn extra gemacht und es flogen goldene Heuschrecken rein und Nabi Ayub a.s. hat das gesehen und hat nur so in seine Taschen reingetan. Seine Taschen gefüllt, so dass die Taschen sogar gerissen sind. Und dann hat Allah gefragt, ja Nabi Ayub, reicht das nicht? Nabi Ayub hat gesagt, mein Herr, wem reicht deine Barmherzigkeit? Wem genügt das? Ich brauche noch mehr. Ich habe noch mehr gefüllt. Mein Bruder, wir wurden nicht so geprüft. Wir haben diese Prüfungen nicht. Wir haben alles. Wir haben alles. Essen, Trinken, schönes Zuhause, schöne Autos, gesunde Kinder. Wir gehen Urlaub, wir leben wie Könige auf dieser Dunya.
Aber leider wollen wir mehr. Was machen wir? Wir verkaufen unsere Religion. Wir verkaufen unsere Religion. Allah nimmt uns die Baraka weg. Er macht uns die Brust enger. Und dann siehst du, Bruder, ich fühle mich nicht mehr so gut. Bruder, ich finde nicht mehr mein Nasib. Die Schwester, Bruder, ich weiß nicht, er ist mein Nasib. Irgendwie, ja, ist doch normal. Ein Harami mit zwei Harami kommt zwei Haram. Da wird ja nicht halal draus. Ein Haram mit zwei Haram wird nicht halal draus. Allah entehrt uns. Allah erniedrigt uns und wir lachen darüber. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Ist die Belohnung des Guten nicht das Gute? Machst du was Gutes, kriegst du was Gutes. Gegenteil. Sheikh Uthamin rahimullah sagt, ist die Belohnung des Schlechten nicht das Schlechte? Mein Bruder, du hast Sinner gemacht, du wirst genau das bekommen, was du gemacht hast. Du wirst genau das bekommen, was du gemacht hast. Bruder, meine Ehe läuft nicht. Du bist selber schuld. Du hast dir diese Entscheidung getroffen. Du wolltest genau so leben. Du wolltest mit Allahs Religion spielen. Du wolltest Glücksspiele mit Allah machen. Ja, Allah ist al-Ghafur al-Rahim. Allah ist al-Ghafur al-Rahim. Ich mache hier, ich mache hier. Du bist weit, weit weg von Allah gegangen und jetzt fühlst du dich unwohl. Du fühlst dich nicht mehr wohl auf dieser Dunya. Und jetzt verstehst du, oh, jetzt muss ich wieder zurückkommen zu Allah. Und jetzt stellt sich die Frage, Abdulhamid, wie soll ich das machen? Willst du mich reinlegen? Willst du mir sagen, du weißt nicht, wie du zu Allah zurückkehren sollst? Wenn ich jetzt euch sage, nimm das Handy und schreib deiner Ex, du wirst ein bisschen nachdenken und dann sagen, okay, ja, ich mach dies, dann, komm, wir treffen uns später. Und wenn ich dir sage, mit deinem Schöpfer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heul dich aus, Bruder. Achi, die sind Brüder unter uns. Die haben mit mir die schwerste Zeit mitgemacht. Ein Tief hatte ich. Ich war komplett verloren auf dieser Dunya. Und ich weiß, in dieser Zeit, ich habe geweint wie ein Kind nachts. Ich habe die größten Sünden gemacht tagsüber. Und nachts habe ich geweint wie ein Kind. Und ich habe Allah angefleht. Ich habe gesagt, bitte, ja Allah, bitte, ich passe hier nicht rein. Ich bin das nicht. Ich will das nicht mehr. Ich habe mich nur noch schlecht und depressiv gefühlt. Ich wollte doch nur ein Muslim sein. Einer, der Allah anbetet. Wie konnte das nur mit mir passieren? Ich habe Allah angefleht, Nacht für Nacht. Ich stehe nachts auf, ich gehe raus wieder, dieselben Sünden. Und keiner versteht dich. Das ist das Ekelhafte. Dann hast du Ikhwan, Achis da, die sagen, Abdulhamid, du musst Dhikr machen, du musst in die Masjid kommen. Ja, natürlich, du Schlaumer, ja. Ich weiß doch, dass ich Dhikr und Beten machen muss. Aber du verstehst nicht, dass der Shaitan in mir drin ist und dir sagt, halt deine Schnauze, Abdulhamid. Du gehst heute in die Shisha-Bar und du wirst nicht in die Moschee gehen. Und du sagst, okay. Dieses Gefühl kennen wir. Abdulhamid, lass das, geh mit diesem Mädchen raus. Okay. Und du weißt, es ist schlecht. Du willst das gar nicht machen. Aber irgendwas hier drinnen sagt dir, mach es. Und du sagst, okay. Und das wird keiner verstehen. Nur der Schöpfer deines Herzens. Du musst wissen, Allah liebt dich. Allah vermisst dich. Allah freut sich. Allah will deine Stimme hören. Wenn du Alhamdulillahi Rabbil Alamin sprichst, sagt Allah zu den Malaika, Schuf, Hamidan, ya Abdi. Mein Diener hat mich gelobt. Allah gibt an mit dir vor den Engeln. Allah freut sich. Wenn du was Gutes machst, Allah bedankt sich. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ein Mann nimmt einen durstigen Hund und gibt ihm Wasser. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah hat sich bei ihm bedankt für diese Tat, weil er sich um sein Geschöpf gekümmert hat. Daraufhin hat ihn Allah alles vergeben, wadkhulul jannah, und er wird das Paradies betreten. Allah subhanahu wa ta'ala, achi. Wenn man sich das nur vorstellt, Bruder. Heutzutage den Menschen, du tust ihnen was Gutes, die geben dir mit Fuß zurück, die sagen kein Danke. Der König der Könige, der Schöpfer von allem, erhaben über alles, sagt zu dir, Shukran. Es ist die Zeit gekommen, dass du zurückkehrst zu Allah. Bruder und Schwester, es ist die Zeit gekommen, wo du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst. Diese Masjid muss zu jedem Gebet voll sein, muss leuchten im Dunkeln.
Aufgrund der Malaika, die hier sind, weil die Muslime die Reihen gefüllt haben. Nur muss aus dieser Masjid platzen. Ich verstehe das, dass wir Gelüste und Sünden haben. Ich habe sie genauso, mein Bruder. Alhamdulillah ist es uns verboten, unsere Sünden offen zu erwähnen. Sonst würde ich sie erwähnen. Ich bin wie du. Ich bin ein Bruder, der mit euch diesen Weg geht. Ich bin nicht am Ende des Weges. Ich bin ein Bruder, der sagt, guck mal, Bruder, wenn du jetzt hier rechts abbiegst, sieht das so aus. Auf einmal ist die Straße nicht mehr so dunkel. Auf einmal kommen die ersten Laternen und alles ist ein bisschen heller. Es ist die Zeit gekommen, zurückzukehren. Es ist die Zeit gekommen, von den Sünden loszuwerden. Nicht von 0 auf 100. Sheikh Al-Albani Rahimullah sagte, dieser Weg ist ein Weg der Schildkröte. Dieser Weg ist ein Marathon. Der Weg ist das Ziel. Bremst dich. Schäm dich. Befiehl dir Sachen und verbiete dir Sachen. Die Schwester, ja, Abdulhamid, auf was willst du denn noch warten mit der Bedeckung? Auf was willst du denn noch warten? 60 Jahre. Sheikhuna, wie alt bist du? 54. 54. Ich bin 32. Bruder, wie alt bist du? 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, durchschnittlich 60 Jahre. Dann kehren wir zu Allah zurück. Was sind 60 Jahre, Bruder? Ich habe die Hälfte schon erreicht. Ich habe doch alles. Ich esse gut. Ich trinke gut. Ich habe ein gutes Bett. Ich habe ein iPhone 14. Ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Ihr müsst euch Sachen verbieten. Diese Religion ist eine Religion von Gebote und Verbote. Ihr müsst euch Sachen verbieten. Die Schwester muss zurückkehren. Ein Hijab für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du opferst für Allah, Allah wird dir viel, viel besser geben. Nabi Sulaiman, ein Pferd, Adhan, Gebetsruf, verpasst. Er war sein Pferd am Kämmen, bis er dann realisiert hat, oh, die Gebetszeit, ich habe es gar nicht realisiert. Zieht sein Schwert, köpft sein Pferd mit Flügel. Jibril kommt herunter, sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir den Wind geschenkt. Warum? Weil du dein Pferd geopfert hast für Allah. Er sagte, wie konnte ich zulassen, dass die Dunya mich vom Schöpfer ablenkt? Halt dich an die Gebote Allahs und ich schwöre dir bei Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst ein gutes und glückliches Leben führen. Du wirst keine Männer kennenlernen, die dich verarschen. Du, Bruder, wirst keine Schwestern kennenlernen. Verzeiht mir diese Ausdrücke, Yani. Du, Bruder, wirst eine Frau kennenlernen, die du deiner Mutter vorstellen kannst. Alles auf Halal. Allah wird euch die Wege leicht machen. Aber du musst erstmal geben. Hal jaza'u al-ihsan illa ihsan. Du musst geben. Bedeck dich vernünftig. Schäm dich. Zeig dich nicht im Internet. Ich rede für mich. Ich rede nur für mich. Eine Frau, die auf TikTok live ist, mit ihren Freundinnen oder alleine in ihrem Zimmer oder im Auto und sie lachen. Sie machen Spaß. Guck mal, was sie geschrieben hat. Mashallah, danke dir. Ich rede für mich. Ha? So eine Frau wird niemals in das Haus meiner Eltern reinkommen. Niemals. Du kannst 5-mal am Tag beten. Nicht 5-mal, du kannst 27-mal am Tag beten. So eine Frau wird das Haus nicht betreten. Genauso umgekehrt, ich würde meine Schwester niemals erlauben oder meine Tochter jemals erlauben, einen Bruder, der da im Internet solche Videos macht, so steht er da so wie eine Kante und dann läuft das Lied im Internet, Gülüm, Gülüm. So ein Mann wird niemals zu mir nach Hause kommen. Niemals. Wallahi, so ein Mann wird in meinem Haus als Mann meiner Tochter niemals ins Haus kommen. Seid Männer, seid Frauen wie Muslime, wie sich das gehört, dass man sich schämt. Dass man sich schämt als Mann und auch als Frau. Wir haben Gesetze, wir haben Verbote. Opfert für Allah und Allah wird euch die Wege frei machen und ihr werdet glücklich sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird euch die Dunya zu einer Art Paradies machen. Genauso wie das war bei Hassan al-Basri oder Ibn Hajar al-Asqalani, wallahu alam. Er war ein Qadi, ein Richter, und er saß auf einem noblen Pferd mit teuren Klamotten und er ritt an der Straße und da war ein Andersgläubiger, der ein Straßenbauer war und er sagte, ja, Fadilat al-Sheikh,
Ich habe von euren Propheten gehört, dass die Dunya ein Gefängnis ist für den Gläubigen und ein Paradies für den Käfer. Guck mal, wo du bist, guck mal, wo ich bin. Für dich ist das ein Paradies, für mich ist das ein Gefängnis. Und dann sagt er, im Vergleich zu dem, was Allah für mich vorbereitet hat, ist das für mich ein Gefängnis. Und im Vergleich zu dem, was Allah für dich vorbereitet hat, ist das schon für dich das Paradies. Wir bitten Allah um das Gute für uns. Wir bitten Allah um Vergebung. Wir bitten Allah um Rechtleitung. Wir bitten Allah, alles Schlechte von uns zu entfernen. Seines Beziehungen, seines Geld, seines Freunde, seine sozialen Medien, seines Personen, die wir mögen und schaden, möge Allah all das Schlechte von uns entfernen. Und möge Allah das Gute, auch wenn wir es vielleicht nicht mögen, uns nah an uns bringen, leicht erreichbar machen, uns die Liebe zu dem Guten stärken. Wallahi, wir sind heute Samstag. Normalerweise morgen Sonntag sind wir alle zu Hause. So muss das aussehen zu Fajr. So muss das aussehen zu Fajr. Erst wenn die Masjid so aussieht, ist La ilaha illallah sehr, sehr weit oben. Lasst euch nicht betrügen und anlügen von Menschen. Ihr lebt nur einmal auf dieser Dunya. Nur eine Chance habt ihr. Nur ein Treffen mit Allah. Mein Bruder, es ist nur ein Treffen mit Allah. Nur ein einziges. Keine zwei, keine drei, nur ein einziges Treffen mit Allah. Bereite dich gut drauf vor. Bereite dich gut drauf vor, denn Allah ist unvermeidbar. Du kannst alles umgehen, selbst mit einem guten Anwalt, einer Haftstrafe. Aber Allah ist unvermeidbar. Das Treffen mit Allah ist eine Garantie für dich. Du wirst davor stehen und dann musst du eine Antwort geben. Und damit schließen wir ab. Yawm al-Qiyamah sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ein Mann in ihm ist nichts Gutes und er hat sein Leben lang nichts Gutes gemacht. Er wird vor Allah stehen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bringt ihn seine Bücher mit den Taten. 99 Bücher, wenn er ein Buch aufmacht, so weit wie sein Auge sehen kann, eine Welt, der Versammlungsort an Yawm al-Qiyamah ist in Scham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Versammlungsort am Tage des Gerichts ist ja die Dunya. Auf dieser Dunya wird Yawm al-Qiyamah sein, nicht im Himmel, hier. Und Allah wird sie weiß und flach machen wie ein Mehlteich. Und der Versammlungsort, wo die Menschen dann versammelt werden und dann die Waage aufgestellt wird und dann gerichtet wird, wird in Scham sein. An diesem Ort werden alle Menschen stehen. Alle Tiere, alle Djinn. Die Malaika von den Himmel kommen herab. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, ja Abdul Hamid, komm vor. Bringt ihn seine Bücher. 99 Bücher. Man wird ein Buch aufmachen. Das Buch wird sich so weit aufschlagen, bis ich sehen kann. Ein Horizont. Nur ein Buch. Und davon 99 Mal. Allah wird fragen, den Diener, hast du jemals was Gutes gemacht, mein Diener? All diese Sünden. Hast du jemals was Gutes gemacht? Er wird sagen, nein, habe ich nicht. Allah wird sprechen, dir wird heute kein Unrecht angetan. Heute ist ein Tag der Gerechtigkeit. Für dich oder gegen dich? Bringt die Karte. Er guckt verwundert, die Malaika bringen eine Karte. Sie geben ihm diese Karte in der Hand und er sagt, ja Abdi, ikra, lies. Er wird lesen, Abdul Hamid hat gesagt an diesem Tag, Eshhedu an la ilaha illallah. Ja Abdi, leg diese Karte auf der Waage. Der Diener wird sagen, ja Rab, nimmst du mich auf den Arm, machst du Späßchen mit mir? Was soll diese Karte mit diesen 99 Büchern auf dieser Waage? Das nützt nichts. Ja Abdi, heute wird dir kein Unrecht getan. Leg die Karte auf die Waage. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Karte wird auf die Waage gelegt. Aufgrund der Schwere dieser Karte, die 99 Bücher fliegen in der Luft und werden zu Staub. Und dann wird Allah sprechen, mein Diener, was dachtest du denn, wie leicht La ilaha illallah ist? La ilaha illallah ist 10-mal besser als die Dunya und das, was in ihr ist. Und schwieriger. Heute ist dir vergeben, geh ins Paradies und ess und trink für immer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, erneuert eure Religion. Immer wieder, wenn du bist, Eshhedu an la ilaha illallah wa Eshhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Immer wieder, wenn du eine Sünde machen willst. Ich rede für mich. Ja, ich bin 32 Jahre alt. Auch wenn ich zwei Kinder habe. Auch wenn ich verheiratet bin seit 12 Jahren. Alhamdulillah. Ich bin auch nur ein Bani Adam.
Manchmal kommt der Shaitan und sagt, guck mal hier, guck mal da, oh, das sieht auch gut aus, das willst du auch, das willst du auch. Ich habe Gelüste. Ich darf nicht reden, sonst wird meine Frau mich schlagen. Wie der Ustad damals zu mir sagte, Abdelhamid, du sollst leben, als wärst du der einzige Muslim auf dieser Dunya. Wenn du stirbst und wenn du fällst, stirbt der Islam auf dieser Dunya. Wie weit trägst du, Schwester? Wie viel Koran hast du gelernt, um es den Menschen weiterzugeben? Du bist der einzige Muslim auf dieser Dunya. Was du gelernt hast, was du lebst, das wird bleiben von Allahs Religion. Das, was du nicht kennst, ist ausgestorben. Wie viel ist ausgestorben? Der Koran hat 604 Seiten, Barakallahu fik. Wie viele Menschen sind hier? Wie viele kennen wir? Können wir den Koran zusammenlegen? Können wir den den Menschen weitergeben? Ich rede von mir, nein. Qiyam al-Layl, wer hat eine Sorge? Wer hat eine kranke Mutter? Wer hat Geldsorgen? Von wem ist jemand verstorben? Wer sucht sein Nasib? Alles ich. Vielleicht ist dein Bittgebet, die Antwort auf dein Bittgebet, ein Qiyam al-Layl entfernt. Vielleicht ist die Antwort auf dein Bittgebet, dass deine Mutter gesund wird, dass deine Mutter im Grab vergeben wird, dass deine Sünden dir vergeben werden, damit die Geldsorgen verschwinden, damit Allah die Musiba entfernt. Vielleicht ist die Antwort darauf nur ein Qiyam al-Layl entfernt. Aber du schläfst. Ja Allah, warum? Weil du schläfst. Du schläfst, Bruder. Vielleicht ist die Erleichterung nur eine Dua entfernt. Vielleicht ist die Erleichterung nur eine Dua entfernt. Und ich habe es schon mal gesagt und das ist für mich beschämend. Wallahi, wir sind länger auf der Toilette, als dass wir Dua machen. Wallah, beschämend. Wir sitzen auf der Toilette freiwillig noch 10, 15 Minuten. Ein Scroll, zwei. Du bist schon längst fertig. Du sitzt lieber freiwillig an einem schmutzigen Ort mit Shayatine und hast gerade was Schmutziges aus deinem Körper gegeben. Du sitzt lieber freiwillig auf dieser Toilette noch 10, 15, 20 Minuten und du lachst dir einen kaputt in den sozialen Medien. Anstatt Dua zu machen, die Dua, ja Allah, vergib mir. 15 Minuten Toilette, 5 Sekunden Dua. Hast du das Recht, dass Allah es annimmt? Wallahi, nein. Ajib, wie die Muslime geworden sind. Ein Toilettengang ist länger als eine Dua. Auf Toilette zu gehen macht uns mehr Spaß, als eine Dua zu sprechen. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Sahaba, sie haben geweint nachts. Rasul Aisha sagte, der Prophet war nachts am Beten und er legte sich zu mir und seine Haut berührte meine Haut. Und sie sagte weinend, sein Bart war nass und seine Klamotten waren nass vom Weinen. Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann, der ma'asum ist, fehlerfrei. Sagte, sein Bart war nass vom Weinen. Wann hast du geweint, Bruder, Schwester, für deine Sünde? Wir haben nur gelacht. Wir haben nur gelacht. Omar wird eine Überlieferung, habe ich von einem Sheikh aus Medina gehört. Er hat Qiyam al-Layl gebetet. Und dann hat er sich an eine Sünde erinnert. Diese Sünde hat ihn so weh getan. Und er ist zusammengebrochen, als er im Sujud war und hat sich zusammengekauert. Und hat geweint und geweint, geweint und geweint, geweint und geweint die ganze Nacht. Er hat den Adhan von Fajr nicht gehört. Und dann sagte der Sheikh im Hadith, dass der Shaitan an seinem Ohr kam und sagte, ja, Omar al-Khattab, Hasbuk, du verpasst das Gebet, steh auf und bete. Wann, Bruder, wann? Eli, wann wollen wir endlich Sahaba der heutigen Zeit sein? Geschwister weinen, meine Ehe läuft nicht gut. Was machst du denn für deine Ehe, Bruder? Du bist jeden Abend draußen mit den Jungs im Café und spielst Karten und noch eine Pfeife und noch eine Pfeife und noch eine Pfeife. Dann gehst du in die Altstadt und dann gehst du hier und deine Frau vergammelt zu Hause. Ist doch normal Tag für Tag, dass sie keinen Bock hat. Wann hast du deine Frau in die Moschee mitgenommen, damit sie auch mal Salat al-Isha betet? Wann hast du deine Frau genommen zur Umrah, damit sie mal den Herrn der Kaaba anbetet an der Kaaba? Wann hast du denn deine Kinder mit zum Masjid genommen? Schöne Bilder auf Facebook und Instagram und TikTok können wir machen.
Aber wer von unseren Kindern kann selbstständig beten mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren? Imam Shafi Rahimullah durfte schon Fatwa geben mit 8 Jahren. Aber 8 Jahre und hat schon Fatwa gegeben, Fatwa. Liebe Geschwister, hadal din ad-dinul azim. Dieser Din ist eine gewaltige Religion. Dieser Din ist ein, Allah macht uns die Dunya zu Jannah. Nimmt es doch, nutzt es doch aus, lebt es, liebt es, tragt es. Nutzt doch das Ganze aus. Heul doch nicht rum. Mach deine 5 Gebete. Faste deinen Monat Ramadan. Gib deine Zakah, spende. Halte dich an La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fest. Mach deine Hajj. Hör den Koran. Halt dich fern von Sünden. Bruder, ich habe auch Bock, manchmal Musik zu hören. Diese TikTok, ich habe letztens ein Lied gehört, neuer Album von Drake. Oh, oder war Fitna. Mal ganz schnell, weg. Und dann wieder ganz schnell wieder zurück. Noch einmal. Aber so ist ein Muslim. Ein Muslim kämpft mit sich. Ich merke, oh, es gefällt mir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu Akbar. Weiter. Allah ist größer. Allah ist größer als das, was ich gerade liebe. Meine Liebe zu Allah ist größer als das. Bruder, ich kann nicht ohne sie. Ich liebe sie. Du verstehst mich nicht. Allah ist größer als dein Herzschmerz. Abdelhamid, ich liebe ihn. Der hat mich reingelegt. Allah ist größer als das. Lass ihn. Widme dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimullah hat nach 55 Jahren, wurde gefragt, warum hast du nicht geheiratet? Nach 55 Jahren. Hamsa wa hamsin. Nach 55 Jahren Ibadah, Ilm, Kitab, Bücher, wurde er gefragt, Sheikh, warum hast du nicht geheiratet? Was war seine Antwort? Ich hab's vergessen. Imam Malik hatte ein Haus, er hatte kein Geld. Was hat er gemacht? Er hat sein Dach verkauft. Er hat sein Dach verkauft, damit er sich Stifte und Blätter und Bücher kaufen kann, damit er lernen kann. Guck mal jetzt nach so vielen Jahren, immer noch sagen wir Imam Malik, Rahimahullah. Ahmed ibn Hanbal, Rahimahullah. Imam Abu Hanifa, Rahimahullah. Weil diese Menschen geopfert haben, Bruder. Omar wollte einst den Propheten umbringen. Wo liegt Omar jetzt? Neben dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil dieser Mann geopfert hat. Möge Allah uns recht legen. Denkt nach über das, worüber wir heute gesprochen haben. Lasst es nicht nur leere Worte sein. Und wenn wir gleich rausgehen, geht das Leben ganz normal weiter. Und wir supporten dieselben Leute. Wir machen dieselben Sünden. Wir machen alles noch schlimmer. Nehmt euch diese Worte zu Herzen. Versucht das umzusetzen. Und jeder, absolut jeder, der in dieser Masjid heute ist und das Haus Allahs verlässt, ohne es zu schmücken, mit einem Bittgebet für dich und deine Eltern. Bitte heute hier, wenn du bist, bevor du aufstehst, bitte Allah um Vergebung für dich und deine Eltern. Und die zweite Sache ist, wie schön sehen unsere Häuser aus? LEDs, Sofa, das passt mit dieser Farbe. Allahs Haus hat noch mehr Anrecht, schöner auszusehen. Allahs Haus hat noch mehr Anrecht, mehr Geld zu haben, schöner zu sein, geschmückter zu sein. Ihr Muslime seid verpflichtet, in dieser Umgebung euer Geld hier zu lassen. Jeder, der hier ist, sollte eine Sadaka lassen. Für sich eine Sadaka. Passt auf, eine Sadaka für deine Eltern. Ja Allah, das ist für mich, das ist für meine Eltern. Und ja Allah, das ist für den Verstorbenen, den ich geliebt habe, vergib ihm. Bismillah.